Christian Schimmer, Partnerwahl, Beziehungscoach, Kunstpsychologe. Heute reden wir darüber, ob so harter SEX einen vielleicht nicht mehr empfindlich macht für normalen SEX. Wichtiges Thema, finde ich. Also ist auch, sollte man echt drüber nachdenken, bevor man seine ganzen Dopaminrezeptoren da oben zerschießt. Aber das Wichtigste natürlich, wir haben noch den Code bis Sonntag, da Black Week 25 für alle meine Kurse, Kurspakete. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir an Support und Liebe Ship, fragt unter dem Video, wir beantworten alles. Und jetzt geht's in die E-Mail, let's go! So, von Katschlenka, immer noch die Russin hier am Start. Lieber Christian, ich stecke gerade in einem Dilemma, aus dem ich vermutlich du mir heraushelfen kannst. Ich bin weiblich gelesen, also steht hier so, ich lese es nur vor. Anfang 40, alleinerziehend mit zwei Kindern. Nach dem Beziehungsende mit dem Vater begann ich mit Online-Dating. Als Nebeneffekt entdeckte ich allerdings erst da meine Sexualität und fühlte mich zum ersten Mal wohl damit. Dann geriet ich in ein fast zweijähriges Situationship, wusste noch nichts von liebessüchtig, also vermute mal, es war vielleicht ein bisschen liebessüchtig. Der Mann war zwar offen und sagte direkt, er wollte keine Beziehung, aber dadurch, dass die Chemie so krass war, ließ ich mich drauf ein. Es folgte, was folgen musste, hot and cold, kein Commitment. Das ganze leckere Menü hier, extreme Chemie, ab und auf und ab toxische Olympic Indoor Games der Extraklasse. Wenige Hochs, extrem viel Leid. Letzten Endes schaffte ich das dann mit Hilfe deines Wissens und der Kurse, mach die fucking Kurse, aus dieser Anführungsstrichen Beziehung raus. Erst Mitte des Jahres dachte ich sporadisch, aber mit immer der üblichen Abneigung gegen Online-Dating, dachte ich mal wie ein Dating. Irgendwann glaubte ich vielleicht eh keine Kapazität für eine richtige Beziehung zu haben und melde ich aus Neugier auf Joyclub an. Ey, was aber, ey, du bist auch irgendwie so ein Sensation-Seeker hier, ne? Oder? Irgendwie, also du würdest, versuchst ja auch in Berlin Mitte hier einen Kaffee mit normaler Milch zu bestellen und solche Sachen. Also das ist halt, man sieht, ob das jetzt schon immer war, weiß ich nicht, kannst nur du wissen, diese Neigung zu, also auf dieses Gefühl zu fokussieren und nicht auf die Person, also man könnte auch sagen Dramaneigung. Ich habe auch wieder Gespräche geführt mit Klienten die letzten Tage, ey, was ist mit dem Datingleben los, wirklich, wo das ganz viel Thema war. Ich kann schon verstehen, dass das auf so eine, wie soll man das nennen, auf so eine dopaminartige Art Spaß macht, aber man sieht es ja auch hier, bis es eben keinen Spaß mehr macht. Und da auf Joyclub, ich meine, macht was ihr wollt, das Leben ist ein Abenteuerspielplatz, jeder kann machen, was er will. Wenn du was verantworten kannst für dich, mach es. Ansonsten kriegst du natürlich genau mehr davon, was du unter Umständen hier schon hattest. Aber muss natürlich nicht immer sein, ne? Vielleicht hier auch mal einmal nicht. Also Joyclub, obwohl ich immer wusste, dass ich eine Beziehung will und nicht nur Dopamin-Nergen-Bettsport. Ja, aber warum dann Joyclub, ne? Also, ganz ehrlich. Dort habe ich mich tatsächlich einmal mit jemandem getroffen, wo es rein aufs Sexuelle beschränkt blieb, aber extrem gut passte. Durch meinen toxischen Ex, also die Situationship, fand ich erst heraus, dass ich zwar auf, ich will jetzt hier diese, wegen der Werbefreundlichkeit diese Sachen nicht nennen, aber auf diese Varianten mit etwas härterem Indoor-Olympics stehe, nicht auf, also extrem harten, aber schon auf härteren SEX, das war damit sehr ähnlich wie zu meinem toxischen Ex. Können wir uns jetzt alles gut vorstellen, glaube ich, obwohl da null Gefühle gespielt waren. Ich merkte aber nach diesem einmaligen Sache, dass mir das emotional überhaupt nicht gut hat, meldete mich ab. Vor 5 Wochen hatte ich offline über so eine Social-App jemanden kennengelernt, den ich sehr toll finde. Wir haben uns bisher 3-mal getroffen. Beim 3. Date rumgeknutscht, fühlt sich alles passend an. Er ist konsistent, zuverlässig. Ich liebe seinen Humor, seine Kreativität. Aber es stört mich nicht mal, dass er Smileys verwendet. Ja, bin ich immer so dagegen beim Dating, beim Geschreibsel, weil er absolut nullbedürftig ist. Er zeigt, dass er mich mag, hat Interesse an was Langfristigen. So weit, so gut. Wann kommt denn jetzt das Problem? Also, jetzt der springende Punkt. Ich mag ihn extrem gern. Bei deinem Verliebtheitsscore, ja, es gibt auch Tests auf meiner Webseite umsonst, ein Verliebtheitstest. Persönlichkeitstest, also bei dem Verliebtheitsscore war ich noch knapp unter dem toxischen Wert, ohne dass es sich toxisch anfühlte. Es könnte tatsächlich etwas sehr Realistisches sein, aber wir hatten noch keine Indoor Olympics. Jetzt habe ich total Angst davor, nicht weil ich fürchte, dass es nicht gut wird, sondern weil ich mir absolut sicher bin, dass er gar nicht auf diese Variation steht, so, sondern er
ich jetzt nicht, will jetzt nicht sagen Blümchen SRX, aber ihr wisst schon, was ich meine, dass er eher, sagen wir mal, normaleren Bettsport will. So, ich habe Angst, dass mir ein normaler SEX selbst dann nicht mehr reicht, wenn ich in die Person verliebt bin. Daher möchte ich gerne eine normale, nicht toxische Beziehung haben. Also dabei möchte ich gerne eine normale, nicht toxische Beziehung haben und nicht nur ab und zu toxischen SEX. Jetzt habe ich Sorge, dass ich mich mit diesem Dopamin-SEX so selbst kaputt gemacht habe, dass ich nie wieder eine normale Beziehung genießen können werde. Leute, hört euch das an. Das ist genau das, was ich immer wieder sage. Überlegt euch, was ihr tut, wenn ihr eure Dopaminrezeptoren ausballert mit, weiß ich nicht, Berghain 2 bis 6 oder KitKat Club unter Drogen, Bettsport auf der Tanzfläche, all diese Sachen oder auch, muss jetzt gar nichts mit Clubs zu tun haben, jahrelang Situationships, wo es immer nur darum geht, diese Reizschwellen auszuweiten, weil es ist ja dann irgendwann nicht genug, es wird ja immer weiter ausgeweitet, dann treten genau diese Probleme auf. Ne? Deswegen überlegt euch, ob das die richtige Route ist. Ihr seid alle freie Menschen, ihr könnt das selber entscheiden, aber überlegt euch, ob das die richtige, ob das ist, was ihr wirklich wollt. Ne? Dabei schaue ich ja, dass es hier um den Dopaminkick versus werteorientierten Lebensstil geht. Genau, da gibt es auch Videos dazu bei mir hier. Ich kann mit niemandem drüber reden und komme mir so bescheuert vor. Kann es sein, dass diese Gedanken jetzt vom passiver Bindungsaus ausgelöst werden? Ganz ehrlich, ich glaube, du bist right on point hier. So sieht passive Bindungsangst aus. Man findet irgendwelche verrückten, also jetzt so witzig gemeint, ne? Irgendwelche verrückten Gründe, warum man diese Person nicht daten sollte, die vielleicht genau die richtige für ihn ist. Ne? Entweder sie riecht falsch, oder, ach nee, der, obwohl du ja noch nicht mal mit ihm Sex hattest, ne, das könnte falsch sein, oder er hat die falschen Kleider an, oder es gibt so ganz komische Sachen, weil wir Angst haben vor einer echten Nähe, die an solchen Beziehungen entsteht, die du ja vorher gar nicht kanntest, so. Und dann fängt man mit so einem Kram an, ne? Ach nee, das ist doch nicht so eine gute Idee, weil, was du noch gar nicht weißt, vielleicht ist ja eine richtige Sau im Bett, irgendwie weißt du ja gar nicht, ne. Also, da musst du durch, sag ich ganz ehrlich, ne? Dann ran an die Buletten, geh da rein, guck dann, was du machst, wenn du diese Erfahrung gemacht hast und mach Modul 9, passive Bindungsangst, ne? Weil es genau so sieht passive Bindungsangst aus. Die redet einen ein, dass man nicht bindungssichere Menschen daten sollte. Das ist wie das Gegenstück zur liebessüchtigen innere Stimme. Ne? Das ist wirklich verrückt. Also sei froh, dass du so jemanden getroffen hast und da muss jetzt durch. Ne? Notfalls kann man das ja auch kommunizieren oder du kannst ja auch sagen, keine Ahnung, jetzt möchte jetzt keinen SEX, was weiß ich, Missionarstellung unter der Bettdecke, Licht aus, sondern du kannst das ja auch gestalten, ne? Ich würde trotzdem, würde ich dir raten, deine Rezeptoren da oben mal so ein bisschen zu resetten und das auch gar nicht mehr zu suchen, so, ne? Also zumindest, wenn überhaupt nur in Maßen. Also lieber mal eine Zeit lang richtig detoxen und dann mal gucken, wie du weitermachst. Selbst wenn es dann mal langweilig ist im Bett, lass deine Rezeptoren da mal runterkommen und dann, schreib doch hier nochmal in 3 Monaten, wie es dann aussieht, ne? So, ich würde die bestehende Kennenlernphase ungern deswegen versauen. Ja, aber lass dich davon nicht abbringen. Mach einfach weiter. Geh mit ihm in die Kiste, ne? Eine ähnliche tolle und gesunde Chance hatte ich in 4,5 Jahren. Ich würde mich sehr über deine Antwort freuen. Danke für alles, Christian. Hören die auf, alle aus dem Sumpfi zu holen. Super. Mach die feinen Kurse in diesem Sinne. Wir sehen uns wieder, vielleicht Freitag auf der Liebische Party. Und bis dahin in Hamburg. Ciao.